Hallo und herzlich willkommen wie immer aus dem Homeoffice. Für Mensch, Frau ist das nichts Besonderes. Aber was besonders ist, wir haben virtuell und digital in diesem Video 7 Expertinnen zusammengeschnitten, die uns beantworten, was Equal Care ist, warum das wichtig ist. Am Ende des Videos gibt es eine Hausaufgabe, ein kleiner Test, wie viel Care-Arbeit ihr zu Hause und im Büro übernehmt. Also schaut euch das Video bis zum Ende an. Es ist übrigens eine Co-Produktion, das ist ein Novum. Rieke Kienecker hat mich unterstützt bei der Konzeption und ich freue mich drüber. Es geht los mit der Frage, was ist Equal Care? Die erste Frage geht natürlich an die Initiatorinnen des Equal Care Days, Almut Schnering und Sascha Verlon. Macht's ab! Equal Care heißt nicht gleich, sondern gleichberechtigt, fair. Fair verteilt zwischen den Geschlechtern, arm und reich, in Deutschland geboren, zugezogen, alt und jung. Fair verteilte Sorgearbeit, nicht eins zu eins und alle gleich, sondern so, dass es ein ausgewogenes Verhältnis gibt für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Was behindert Equal Care? Zum einen behindern wir uns selbst, weil wir verinnerlicht haben, dass Care-Arbeit was Weibliches sei, das sei uns in die Wiege gelegt, den Mädchen schon. Und damit braucht es irgendwie auch keine Bezahlung und ist nicht so viel wert, weil Wertschätzung nach wie vor noch auch über Honorar läuft. Das ist natürlich auch ein strukturelles Problem. Wir haben ganz viele gesetzliche Regelungen, versicherungstechnische Regelungen, Familienversicherung, Ehegattensplitting, die einer fairen Verteilung von Care-Arbeit, von Sorgearbeit im Weg stehen. Jetzt wissen wir, was Equal Care ist und was Equal Care behindert. Welche Rolle spielen die Gesetze und wo können wir da ansetzen, um Equal Care zu befördern? Dazu haben wir Dr. Sonja Bastin gefragt. Sie ist Postdoc am Forschungszentrum für Ungleichheit und Sozialpolitik an der Uni Bremen. Sonja, erklär uns doch mal die Gesetze dazu. Im Grundgesetz steht, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und dass der Staat auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirkt. Aber sehr viele dieser Nachteile entstehen dadurch, dass Frauen, gerade nachdem sie Mütter geworden sind, viel mehr unbezahlte Sorgearbeit übernehmen als Väter, obwohl sich viele das heute anders wünschen. Das heißt also, gesetzliche Regelungen müssen an diesen Hürden ansetzen, wenn sie es mit der Gleichberechtigung ernst meinen. Zum Beispiel brauchen wir gleichwertige Löhne für gleichwertige Erwerbsarbeit, also unbedingt eine Neubewertung der meist von Frauen ausgeübten Sorgeberufe. Spätestens seit der Pandemie haben wir alle gesehen, was uns Pflege und Erziehung wert sein sollte. Und dann würden Paare sich auch aus finanziellen Gründen seltener dafür entscheiden, dass die Muttererwerbstätigkeit reduziert. Und es müssen die Nachteile für den Erwerbs- und Rentenverlauf abgebaut werden, die Frauen wie auch Männern entstehen, wenn sie Privatsorge arbeiten. Es gibt so vieles, was dringend getan werden muss, damit wir alle nachhaltig und gut miteinander leben können. Danke, Sonja, für diesen Überblick. Ist aber ein bisschen abstrakt, oder? Genau, deswegen ein kleiner Sprung in die Realität, in den Alltag vieler junger Familien. Wie lässt sich denn Equal Care in der Elternschaft realisieren? Dazu haben wir Heiner Fischer gefragt von Vaterwelten und er bringt das echt gut auf den Punkt. Der Schlüssel zu Equal Care ist vor allem Zeit. Männer verbringen so viel Zeit auf der Arbeit, dass sie keine Zeit oder wenig Zeit haben zu Hause bei der Familie. Und wenn, dann meistens nur am Wochenende oder spätabends. Die aktuelle Corona-Krise zeigt es ja. Ihr arbeitet im Homeoffice und seht, was eure Frauen leisten, wie anstrengend und wie beschwerlich die Begleitung der Kinder ist. Den Haushalt zu schmeißen, das ist ein eigener Job. Also, liebe Männer, reduziert eure Arbeitszeit, übernehmt eure Verantwortung im Haushalt und in der Begleitung der Kinder. Und wer jetzt sagt, das geht nur über die Männer, der irrt sich. Wer neue Männer und neue Väter fordert, der muss auch neue Mütter und neue Frauen fordern. Equal Care geht nämlich nur gemeinsam. Danke, Heiner, für diese klare Aussage und Forderung. Der Spruch Zeit ist Geld kriegt doch damit nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil Zeit ist Geld, aber es ist doch unfair, dass tatsächlich nur die bezahlte Arbeitszeit auch Geld gibt und die Sorgearbeit eben nicht, obwohl sie eigentlich auch Geld wäre. Ihr versteht, was ich meine. Apropos Zeit und Geld, es gibt viele Initiativen, gerade Diskussionen, wirklich gesamtgesellschaftlich, wo gefragt wird, wie können wir uns dann irgendwie besser organisieren. Die Arbeitswelt, das Privatleben, die Sorgearbeit und alles. Equal Care ist eine dieser Überlegungen. Eine andere ist zum Beispiel das Grundeinkommen. Da gibt es auch viele Diskussionen zu. Und ob oder wie Equal Care und Grundeinkommen zusammenpassen könnten, dazu haben wir Uschi Bauer gemeinsam für Grundeinkommen um ein Statement gebeten. Kürzlich habe ich sehr gelacht.
sagte eine Frau zur anderen, wir suchen jemanden, der die Arbeit von zwei Männern übernimmt. Sagt die andere, schade, also nur eine Teilzeitstelle. Ja, ich denke, es ist hoch an der Zeit, dass wir den Männern das gleiche zutrauen wie den Frauen. Natürlich sind sie genauso in der Lage, sich zu kümmern um andere, seines Kinder, seines ältere Menschen, seines pflegebedürftige Menschen. Sie sind genauso empathisch wie wir Frauen und da ist es wirklich an der Zeit, die Gleichstellung durchzusetzen auf dieser Ebene. Und am besten geht das natürlich mit dem Grundeinkommen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil damit haben wir die Wahl. Insofern, gemeinsam für Grundeinkommen ist der Weg in eine Zukunft, in ein gutes Leben für alle, miteinander und füreinander. Equal Care, langsam kommt ihr ins Träumen, oder? Ja, wir haben auch das Gefühl, dass mit Equal Care sich wirklich die Gesellschaft gemeinschaftlicher um- und aufbauen lässt. Und wer von Equal Care gewinnen könnte, dazu haben wir nochmal Sascha und Almut gefragt. Sorgearbeit, Equal Care wird immer als feministisches, als Frauenthema angesehen. Das ist es nicht, das ist es auch, aber das ist es nicht nur. Wir Männer können insbesondere Lebenszeit gewinnen, weil Männer leben im Durchschnitt 5 Jahre kürzer als Frauen in Deutschland. Und das hat mit Sorgearbeit zu tun, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir für uns selber sorgen. Also wir Männer können 5 Jahre Lebenszeit gewinnen. Es steht fest, oder? Wir brauchen Equal Care. Aber wie kommen wir dahin? Wenn es einen Knopf gäbe, um Equal Care jetzt zu erreichen, was würde er bewirken? Hier ein paar Ideen. Wenn wir irgendwas verändern sollten mit einem Knopfdruck, hier ist unser Knopf. Wir nennen es den Erwachsenenknopf. Wenn wir den drücken, dann merken alle, besonders die Männer, dass Care-Arbeit zum Leben gehört und von allen gemacht werden muss, damit es so weitergeht. Ohne Kochen, kein Familienzusammenhalt. Ohne Kinder, keine neue Generation. Und ohne diese Gemeinschaft einfach kein Weiterkommen. Der Erwachsenenknopf. Ich wünsche mir von der Bundesregierung die Umsetzung einer EU-Richtlinie, nach der junge Eltern 10 Tage bezahlten Urlaub nach der Geburt bekommen würden. Spanien ist Vorreiter, sie gewähren sogar 16 Wochen bezahlten Urlaub nach der Geburt und im Anschluss könnten Eltern dann in Elternzeit gehen und vor allem Väter würden mehr Kompetenzen zu Hause erwerben und noch mal mehr, wenn die Frauen wieder arbeiten gehen und die Väter alleine mit den Kindern die Zeit verbringen. Dann würden sie erkennen, wie wichtig doch die Arbeit zu Hause ist und ihre Arbeitszeit reduzieren. Sie hätten einen Kompetenzerwerb, sie wären viel selbstsicherer im Umgang, würden eine enge Bindung zu den Kindern aufbauen und die Partnerschaft nochmal auf eine andere Ebene heben. Das wünsche ich mir, die Umsetzung der 10 Tage bezahlten Urlaub nach der Geburt. Also ich würde mit einem Knopf gern die Hierarchie rausnehmen. Dass Care-Arbeit weniger Wertschätzung, weniger Honorar gibt und dass alles, was mit Technik zu tun hat, anscheinend unverzichtbar ist und erst muss die Wirtschaft wieder aufgebaut werden und dann können wir uns um Care kümmern. Nee, ich hätte gern so einen Kippschalter, um klarzumachen, ja, wir können Arbeitsbereiche aufteilen, das ist nicht das Problem, aber wir müssen sie frei wählen dürfen und sie müssen gleichwertig sein. Man könnte die Normalarbeitszeit verkürzen auf 30 Stunden für alle mit zusätzlichen Leistungen für gemeinnützige Tätigkeiten, wie zum Beispiel sich um die eigenen Kinder zu kümmern. Aber auch Umweltschutz, Geflüchteten oder Nachbarschaftshilfe. Und ich würde mit dem Knopf abschalten, dass Jungs, die mit Puppen spielen, da ihre ersten Ausgrenzungserfahrungen machen, sondern dass das einfach als etwas ist, was ein Bedürfnis von Jungen ist, Familie zu spielen, Familie nachzuspielen und auch Papa zu sein, wie sie das bei ihren Vätern sehen. Dass da einfach keine Herabsetzung stattfindet. Viele gute Ideen und es wird deutlich, es beginnt auch im Privaten. Aber glaubt bloß nicht, dass jetzt euer Problem gelöst ist, wenn ihr irgendwie eine Nanny engagiert oder eine Pflegeperson für die kranken Eltern habt und euch zum Beispiel in der Partnerschaft nicht mehr mit der Frage auseinandersetzen müsst, wer macht jetzt was und macht die Frau jetzt gerade mehr als der Mann. Denn wenn wir Care-Arbeit auslagern, dann geht es auch oft, wie im Fall der osteuropäischen Betreuungsperson für die kranken Eltern, geht es oft um schlecht bezahlte Frauenberufe. Das sind die Stichworte Care Drain, Care Chain. Das heißt, unser Umgang mit dem Thema Equal Care im Privaten hat tatsächlich internationale Auswirkungen. Apropos international, hier noch ein interessantes Beispiel aus China. Dort gab es eine Scheidung und die Richterin hat veranlasst, dass die Frau eine Extrazahlung des Mannes erhält, weil
sie ja während der gesamten Ehe Pflege- und Care-Arbeit übernommen hat, die überhaupt die Grundlage war dafür, dass der Mann berufliche und persönliche Ziele erreichen konnte. Das wird aber in der Aufteilung des Sachvermögens überhaupt nicht berücksichtigt, ja niemals. Und deswegen wurde der Frau in dem Fall tatsächlich nochmal eine zusätzliche Zahlung für die während der Ehe geleistete Care-Arbeit zugestanden. So, nun nochmal zurück zur Frage, was kann ich jetzt heute ändern und nicht erst übermorgen? Zum Anfang des Videos haben wir euch versprochen, es gibt eine kleine Hausaufgabe. Und die Hausaufgabe besteht darin, geht mal auf die Webseite equalcareday.de und macht dort zum Beispiel die Tests zum Mental Load. Es gibt einen Test Mental Load at Home und Mental Load at Work. Wenn ihr den Test macht, seht ihr, wie viel Care-Arbeit ihr eben zu Hause oder im Büro leistet. Und nachdem ihr den Test gemacht habt, überlegt doch einfach mal 2 Minuten, was ihr konkret ändern könnt, um eben eure Care-Arbeit in diesem Bereich entweder zu reduzieren oder zu erhöhen, je nachdem wie euer Ergebnis ist. Zuletzt empfehle ich euch die FAQs auf der Webseite equalcareday.de. Dort gibt es dieses Video, da wird nochmal ganz groß die Frage aufgemacht, wie möchten wir leben, und wir verstehen nach dem Video, dass tatsächlich die Rollenbilder, die Realität, in der wir gerade leben, konstruiert ist. Und so wie sie konstruiert ist, können wir sie auch anders bauen, und unser Ziel ist, die neue Realität gleich zu bauen. Und in dem Zusammenhang auch ein Video zu Geschlechterklischees bei Kindern, denn natürlich fangen diese ganzen Prägungen und Konstruktionen bei den Kleinsten an, und je früher wir dagegen arbeiten, desto einfacher ist es, eine neue, gleichere Realität zu schaffen. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie es bei euch geklappt hat, welche Ideen ihr habt, welche Vornamen ihr habt. Macht was draus und bis bald. Tschüss!